Ja, und willkommen zurück hier vor dem Carpenter-Anwesen. Gucken. Private Property. Abendfütterung ist auch vorbei. Tja. Haben Sie nichts zu tun? Nee, du hast mich doch herbestellt, du Eumel. Wo ist er denn? Ein bisschen Erpressung, ein bisschen Diebstahl und ein oder zwei schöne Schlägereien. Wie in alten Zeiten. Mal gucken. Interessant ist rum. Ich würde Ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Raus. Ich glaube, wir müssen oben, oder? Bist du denn? Na, wie geht's, Hübscher? Alter Mann. Guten Tag, Mr. Carpenter. Freut mich, dass Sie wohlauf sind. Ja, mich auch, junger Mann. Nach dem ganzen Trubel ist das nicht selbstverständlich. Das hätte ich nie von meinem eigenen Sohn erwartet. Tut mir leid. Ach, schon gut. Das ist nichts, was man nicht mit Wein, Weib und Gesang hinter sich lassen könnte. Ich stehe noch voll im Saft, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe Graham gar nicht gesehen. Darf ich fragen, was mit ihm ist? Es ging für mich ums nackte Überleben, junger Mann. Ich glaube, mehr wollen Sie gar nicht wissen. Ich wollte mich dafür bedanken, dass Sie mich aus dem Gefängnis herausgeholt haben. Sie haben mir damit sehr geholfen. Keine Ursache, junger Mann. Aber ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Sie noch nicht aus dem Schneider sind. Sie werden nach wie vor von einem Zeugen belastet. Milton Pierce. Die Polizei würde alles schlucken, was ich ihr vorsetze. Aber ohne ein paar Häppchen gibt es nichts zu schlucken. Verstehen Sie, was ich meine, junger Mann? Sie brauchen Beweise für meine Unschuld. Finden Sie den Täter und lassen Sie es meinen Verwalter wissen. Der alte Brutus kümmert sich dann um den Rest. Wer ist dieser Milton Pierce? Ach, nur einer von mehreren Schnöseln, die Bürgermeister werden wollen. Der typische Abschaum aus dem Bezirk Reed Heights, wie man ihn zur Genüge kennt. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Keine Ahnung, junger Mann. Wenn man nach den Interviews in der Zeitung geht, schwirrt er überall in der Stadt herum. Danke. Ich sollte gehen. Warten Sie einen Augenblick, junger Mann. Ich habe hier etwas für Sie. Äußerst nützlich in brenzlichen Situationen. Schrecken Sie nicht davor zurück, die Waffe zu benutzen. In Ordnung. Nochmals, danke. Schon gut. Passen Sie auf sich auf, junger Mann. Noch eine Waffe? Hatten wir wohl schon. Okay. Oder ist das? Nö, das ist. Hatten wir doch schon. Naja. Okay. Noch ein bisschen um. Aber hier haben wir schon alles leer geräumt. Dann gucken wir doch mal. Mal den Keller vielleicht. Ah, da gibt es noch was zu mitnehmen. Immer her damit. Aber ich glaube. Ja. Ansonsten wird es hier nichts Neues geben. Dann genau. Hier unten ist nichts. Nichts mehr zumindest. So, gucken wir mal. Den Zeugen finden. Viel konnte ich über Milton Pierce nicht in Erfahrung bringen. Ich weiß nur, dass er irgendwo im Bezirk Reed Heights wohnt und für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Vor kurzem war ein Interview mit ihm in der Zeitung. Und den wahren Mörder finden. Damit die Anschuldigungen gegen mich fallen gelassen werden, muss ich den Mann finden, der Johannes Vanderburg tatsächlich ermordet hat.
Wenn ich dem Verwalter des Anwesens der Carpenters einen Beweis bringe, wird sich die Familie Carpenter an die Polizei wenden und den Rest erledigen. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal wieder eine Telefonzelle finden. Mal zu den Chronicle-Archiven, ne? Gucken, was so in den Interviews steht. So, die waren dort. Hoffentlich ist da auch was. Runter und dann hier unten links. Mal gucken, die Tante, weiß sie was Neues? Mr. Reed, oh. Eine Frage. Möchten Sie Ihren Namen auf der Titelseite der bekanntesten Zeitung von Oakmont sehen? Hängt davon ab, in welchem Zusammenhang. Die Schlagzeilen, die ich auf Ihrer Titelseite gesehen habe, sind nicht ganz nach meinem Geschmack. Wenn sie Ihnen nicht gefallen, ist das Ihre Chance, etwas zu verändern. In dieser Stadt passieren so viele Dinge, die die Menschen wissen müssen. Wir brauchen jemanden da draußen zum Recherchieren. Nun ja, warum nicht? Sofern ich dafür bezahlt werde. Also, welches Thema soll ich für Sie recherchieren? Monster aus den Tiefen des Meeres, riesige Monolithen überall in der Stadt? Nee, dafür interessiert sich niemand mehr. Wir brauchen etwas, das sich gut verkaufen lässt. Tratsch, Skandale. Sie wissen schon, richtige Schlagzeilen. Der Redakteur hat da einen Hinweis erhalten. Gehen Sie doch zu ihm, er ist oben. Und vergessen Sie Ihre Fotokamera nicht. Sie werden sie brauchen. Man sieht sich. Okay, aber erstmal gucken wir ins Archiv. Zeitraum nach der Flut. Personengruppe. Prominente wahrscheinlich. Rubrik. Artikel und Interviews. Da. Doch, hier. Da ist er. Interview mit Milton Pierce. Unser Korrespondent hatte heute die Gelegenheit, durch die schönen Alleen im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights zu schlendern, um einen der vielversprechendsten Politiker von Oakmont zu interviewen. Milton Pierce Wohnhaus, das sich etwas versteckt in der Museum Avenue zwischen der Communion Road und der Elock Street befindet, ist wahrlich ein imposanter Anblick. Nichtsdestotrotz betont Mr. Pierce, wie sehr ihm die Sorgen des kleinen Mannes am Herzen liegen, weswegen er stets das Gespräch mit den Menschen der Stadt sucht. Bingo! Und wo ist jetzt nach oben? Das Klo. Wo haben Sie denn Ihre Treppe? Ah, hier. Der das? Nee. Ja, oh. Die Tür gibt nicht nach. Fug. Ja, was ist denn das? Der Tiger von Coverside. Es gibt Gerüchte, wonach ein Tiger auf der Suche nach Beute den Bezirk Coverside unsicher machen soll. Er soll während der Flut aus dem Zoo ausgebrochen und nicht wieder eingefangen worden sein. Manch einer sagt, er sei kein normales Raubtier, sondern eine Art Gestaltwandler oder böser Geist. Einige Bewohner Coversides haben ihn angeblich in der Nacht brüllen gehört und ein Mann namens Claude Hamilton behauptet, er habe ihn in einem leerstehenden Haus gesehen. Ärzte brachten Claude Hamilton daraufhin vom Ort des Geschehens weg. Das ist wohl noch ein Nebenfall. Oh, Schlüssel. Die nehmen wir noch immer gerne mit. Mal gucken. Aha. Aber. Sonst. Da war was? Was?
Jimmy wird nervös, wenn du ihm bei der Arbeit zusiehst. Also lass das bitte. Helen. Zettel an die Scheibe geklebt. Jimmy wird nervös, wenn du ihm bei der Arbeit zusiehst. Also lass das bitte. Helen. Hey, journalistische Arbeit ist meiner Arbeit gar nicht mal so unähnlich. Was hat es mit dieser Tafel auf sich? Sind das Hinweise? Na, hoffentlich. So, es geht aber noch eine Etage nach oben. Die Druckerpressen. Aber kein Redakteur. Wo weit oben soll er noch sein? Das da oben sieht nicht so aus, als wäre das noch irgendwas. Da war noch eine Kiste. Aber einen Chefredakteur habe ich jetzt nicht gesehen. Moment. Ist hier vielleicht doch was? Einfach nur blind. Nee, hier ist noch niemand. Okay. Gute Frau. Ich schätze mal, dieses Stück Papier ist der Hinweis, den Sie meinten. Es geht um einen Tiger? Ja, der Tiger. Eine wilde Bestie, die getrieben von Hunger und primitiven Instinkten in der Stadt umherstreift. Helle Aufregung ist ein gefundenes Fressen für die Zeitung. Ihr Redakteur. Er sieht nicht sonderlich gesund aus. Was meinen Sie damit? Nun ja, er ist ein Schädel. Jeder hat doch seine Macken, nicht wahr? Aha, da war er doch da. Man sieht sich. Okay, wir sind ja nur bekloppt in dieser Stadt. Alles klar. Ah ja, Schlagzeilen. So, was haben wir denn hier? Da. Ärzte haben ihn weggebracht. Behaupte ich mal, wir sollten mal in das Ärztearchiv gucken, oder? Das ist bestimmt da noch Patient. Wahrscheinlich wieder im Irrenhaus. Wie immer. Mal gehen wir doch mal nachschauen. Das ist ich weiß es nicht. Diese Stadt ist einfach nur plemplem. So, sind wir schon irgendwo in der Nähe? Oh Gott, war nicht. Ach Gott, nee, da kommen wir gar nicht rüber. Da ist ja Wasser zwischen. Dann auf zur Telefonzelle. So, hier gibt's ja wieder. Ach Mensch! Immer diese unnützen Mauern. Extrablatt, Extrablatt! Die wichtigsten Nachrichten. So, gleich sind wir da. An der Telefonzelle wohl gemerkt. So, dann sind wir da hoffentlich richtig, um da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Da war das Krankenhaus.
Nee. Der vielleicht was Neues zu erzählen? Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten. Personengruppe. Patient. Zeitraum nach der Flutabteilung. Wahrscheinlich Irrenanstalt. Bingo. Lord Hamiltons Aufenthalt. Lord Hamilton, Arbeiter aus dem Bezirk Coverside, zeigte starke Anzeichen einer Zoophobie und wurde in die Irrenanstalt gebracht, behauptete, von deinem Tiger angegriffen worden zu sein, der ihn immer noch verfolgt. Ja. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. So, also zur Irrenanstalt. Was ein nutzloses Gerät. Hier ist die Irrenanstalt. Das hätte ich mir auch denken können, dass er der Irrenanstalt ist. Na dann. Hallo. Hallo. Ich suche nach einem Patienten. Einem Kerl namens Claude Hamilton. Er wurde von einem Tiger angegriffen. Er ist hier und versteckt sich irgendwo. Viel werden Sie aus ihm nicht herausbekommen. Wie das? Ein schlimmer Fall von Zoophobie. Er glaubt, dass die Bestie hier ist. Reden Sie mit ihm, falls Sie ihn finden. Dann wissen Sie, was ich meine. Ja. Wiedersehen. Irgendein Tipp? Warte mal, gab's hier nicht mal. Ja, wir gucken mal. Sehen Sie das auch? Da, das ist er. Claude Hamilton? Psst, sie darf nicht wissen, wo ich bin. Sie kann hören. Die Bestie. Glauben Sie, dass der Tiger hinter Ihnen her ist? Rufen Sie ihn doch nicht, Sie Idiot! Nein! Ganz ruhig, mein Freund. In diesem Gebäude gibt es nicht einmal Ratten. Und ganz bestimmt keinen Tiger. Oh, er versteckt sich, Mister. Er sucht nach Beute. Haben Sie nicht die Spuren gesehen? Was für Spuren meinen Sie? Kratzer auf dem Boden. Überall. Und ich kann hören, wie er auf Knochen herumkaut. Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken. Höre sein grollendes Gebrüll. Ich bin Privatdetektiv und werde die Wahrheit herausfinden. Sie wollen die Wahrheit herausfinden? Der Tiger wird Sie in Stücke reißen. Das ist die Wahrheit. Fotos von dem verrückten Claude. Was haben wir denn hier? Da haben wir den Aufenthaltsort. Und hier, Claude Hamilton glaubt, dass der Tiger in der Irrenanstalt ist und Jagd auf ihn macht. Ich muss ihn davon überzeugen, dass er sich das nur einbildet. Die Kratzspuren auf dem Boden machen es mir allerdings nicht leichter. Falls ich Beweise dafür finde, dass seine Angst unbegründet ist, muss ich sie fotografieren und ihm dann die Fotos zeigen. Vielleicht beruhigt er sich dann und erzählt mir vom Tiger. Okay, Kratzspuren. Da sind überall Kratzer. Was kann sie verursacht haben? Ja, folgen wir denen doch mal. Ah ja, der Rollstuhl. Ah, damit sind die Kratzer auf dem Boden entstanden. Dann machen wir doch mal ein Foto. So. Oh ja, einfach. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Ich hab gerade ein Foto gemacht. Ja, auch noch. Noch mehr Beweise finden. Aus, wa? Achso, das war das Zimmer.
Ah. Das Knurren. Ist das schon alles? Gesagt von rumkauen auf Knochen. Ich bin zurück mit ein paar Fotos. Kauil sei Dank, Sie sind am Leben. Ich weiß jetzt, wo die Kratzspuren herkommen. Sehen Sie. Ein alter Rollstuhl? Sind Sie sicher? Sehen Sie genau hin. Werfen Sie einen Blick auf diese Fotos. Ein alter Heizkessel steht hier ganz in der Nähe und sie haben seine Geräusche für Brüllen gehalten. Sind Sie sicher? Habe ich wirklich vor einem Heizkessel Angst gehabt? Wo haben Sie den Tiger gesehen? Was ist geschehen? Wer war noch dort? Reden Sie. Ich traf mich mit ein paar Freunden in einem verlassenen Haus und da hörten wir dieses Brüll. Verlassenes Haus? Schreiben Sie mir bitte die Adresse auf. Aber fahren Sie fort. Sie hörten also dieses Brüllen? Und dann nochmal. Klang wie aus einem Kinofilm. Wir nahmen die Beine in die Hand und... Naja, die Bestie jagte mir nach, bis ich... Ich glaube, ich bin in Ohnmacht gefallen. Das ist alles? An mehr kann ich mich nicht erinnern. Tut mir leid. Wiedersehen. Na gut. Wo ist denn dieser Uncover-Site Süd? Und zwar Kreuzung Lincoln Street und Landing Avenue. Hier. So. Na gut. Dann... Düsen wir doch mal dahin. Das ist der Hinterausgang, oder? Ah, was ist der Vorderausgang? Ach ne, da geht's. Passt. Letzter! Okay. Damit wir nicht mehr im Boot fahren müssen, telefonieren wir uns wieder dahin. Süden, oder? Genau. Dann bin ich doch mal gespannt. Extrablatt, Extrablatt, die wichtigsten Nachrichten des Tages. Da ist so ein Haus. Wo wird das wohl sein, oder? Ah ja. Alles klar. Bleibt der Rest. Oh, Ziel. Okay,
Das ist es. Wenn man drauf tritt, brennt's. Ja, das ist. Nix, wa? Na gut, dann schauen wir mal nach oben. Was ist denn? Oh, hier. Formen. Formen, Winkel. Warum muss alles so gerade, so präzise, so ermüdend sein? Ich kann nicht einmal mehr in mein eigenes Heim zurückkehren, da ich zu viele dieser widernatürlichen Portale durchschreiten müsste. Zwei Paare paralleler Linien, die sich kreuzen. Symmetrie. Aber die Symmetrie ist nicht unser Freund. Steckt dahinter ein großer Plan? Wurde das alles erschaffen, damit es sich eine böse Macht zu nutzen kann? Ich glaube, der redet von Türen, oder? Noch irgendwas Interessantes. Sieht so aus. Dann gehen wir noch eine Etage höher. Eine haben wir noch. Na, warte mal, die meint sich jetzt nachladen. Zum Sammeln. Da. Dann schauen wir doch noch mal in den Keller. Es scheint zumindest einen zu geben. Mal gucken, ob wir eine Treppe finden. Hier. Nix. Hä? Ja. Tja. Vielleicht das falsche Haus. Oder auch noch ein Stückchen weiter. Vielleicht das hier. Da wohl auch nicht. Das da vielleicht. Nee, auch nicht. Das hier ist ein leerstehendes Haus. Waren wir hier schon mal drin? Stehendes Gebäude. Okay. Erste Hilfe. Ja. Brühen tut hier auf jeden Fall nichts. Lassen Sie das! Ja, macht doch gar nichts. Hier ist. Nee. Hier ist noch eins. Ah, ja, das ja. Ah,
Das hatten Claude und seine Freunde also vor. Haha, erwischt. Was? Was das? Was? Ach, schieß. Sieht ganz so aus, als hätten Hamilton und seine Freunde hier nichts Gutes im Schilde geführt. So viel Blut. Könnte Monster angelockt haben. Oder in diesem Fall einen Tiger. Ah, hier ist doch. Ah ja. Da ist es. Na los, Claude. Zeig, dass du einer von uns bist. Soll er da verrotten? Bist du der Tiger? Bist du der Tiger? Sag mal, wann ist er stehen? Okay. So, wartet mal. Genau, wir haben doch wieder drei Wissenspunkte. Da können wir doch hier ein bisschen wieder... Eins, zwei, drei. So. Waffenstärke erhöhen. Noch mal kurz. Warnung! Da ihr permanent das Wohlwollen unseres Gönners mit Füßen tretet und euren Müll nach oben bringt, ist der erste Stock fortan tabu. Benutzt nur das Erdgeschoss und denkt nicht mal im Traum daran, oben am Schloss herumzuspielen. Welches Schloss? Wenn man da hineinbrüllt, kann man vermutlich jeden davon jagen. Ah. Hat Claude hier den Tiger gesehen? Mhm. Sich da jemand einen Spaß erlaubt? Schon wieder abgebrochen. Da ist noch was. Schuhcreme. Ich bezweifle, dass sie von einem Tiger stammt. Ja, das bezweifle ich auch. Hier? Ah, hier ist noch was. Das Schloss wurde offenbar geknackt. Mal gucken. Fehlt noch irgendwas? Sieht so aus. Hm? Ach. Ja, ja. Irgendwas fehlt uns noch. Aber was? Achso, hier ist es. Ach, warte, wir müssen mal rüberklettern müssen, wa? Da hinten ist Monster verseucht. Na gut. Sind vorgewarnt. Entwurf einer Clanrede. Brüder, heute ist ein großer, durchgestrichen, Freudentag für unsere Sache. Unser neues Mitglied,
durchgestrichen. Neuzugang Claude Hamilton hat sich uns nun endgültig angeschlossen. Er ist ein redlicher, tüchtiger Mann und bereit, all jene zu bekämpfen, die den heiligen, durchgestrichen Orden vernichten wollen, der von Kaul höchst selbst gegründet wurde. Ja, okay, macht, ich raten, genau, muss das machen. Da fuhr kam sie denn hier? Was ist das? Dahingestellt werden, ja, müsste ich mal rausfinden, wo ich die herkriege. Ja, ich würde sagen, da gehört was hin. Bloß die Frage, wo das ist. Liegen, stehen. Okay. Nochmal fix hier rüber. Ah, warte, hier. Einer. Moment. Vielleicht noch ein zweiter irgendwo. Ja, da. Okay. Dann kriegen wir das doch noch hin. Schnell wieder runter. Genau. Mal und zwei. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ja. Ja, schon. Der passt auch noch durch die Tür. Ah, haut er wieder ab. Jetzt haben wir ein schönes. Wir hätten das. Aua! Wieder dieses kleines Mistvieh. Ja gut, wir haben noch zwei Granaten. Mal gucken. Wo jetzt hin? Hallo. Kommst du wieder? Ja. Verdammt. Hat ja super geklappt. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Das geht ja hier gar nicht. Ah, weiter bei der Waffe. Oh. Na, komm wieder her. Ja, hängt aber langsam nach. Das ist eine dämliche Stelle. Hängst du fest? Ganz. Und so her. Das ist noch so ein explosives Vieh gewesen. Okay. Dann gucken wir uns doch mal da hinten um. Ah, hier. Ein moosbedecktes Manuskript. O, möge der eine, der in der Finsternis flüstert, unsere Gebete erhören. Wir beugen uns deinem Willen und bringen dir unseren Gehorsam entgegen. Segne uns.
unermüdlich bitten und flehen wir mit unseren Gebeten. Was ist dein Begehr? Was können wir sonst noch tun? Wir legten Gärten an und verbrannten sie. Wir zimmerten Boote und versenkten sie. Wir stiegen hinab in die Tiefen des Meeres und kamen zurück. Wir liebten und opferten jene, die uns am Herzen lagen. Gib uns Zeichen, auf das wir um deine Wünsche wissen. Wir knien nieder und öffnen alle Türen. Denn du bist die Tür und der Schlüssel und das, was dahinter verborgen liegt. Okay. Bin ich jetzt trotzdem nicht weiter. Okay, also hier haben wir doch noch nicht alles aufgelöst. Mal, ob wir hier noch was sehen. Tja, ich fürchte, wir werden hier noch ein bisschen weiter graben müssen. Aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao, ciao.